Und damit herzlich willkommen zurück in Driver San Francisco. Ja, wir heizen hier wieder durch San Francisco mit unserem schönen Auto, was wir uns hier gerade erschifftet haben. Wer die ersten Folgen nicht gesehen hat, ihr könnt sie euch natürlich noch gerne anschauen, um hier noch reinzukommen in das Spiel. Und ja, wir machen direkt gleich mit der Story weiter. Ich glaube, ich fahre da mal hin. Dieser Wagen ist gar nicht mal so schlecht. Erstmal wieder ein bisschen hier abheizen. Ui! Ich habe aber kein Nitro, oder? Nee. Nitro wäre M oder so, oder? N? Nee, keine Ahnung. Ich glaube, wir haben noch kein Nitro gekauft. Dann schiffen wir uns erstmal zur nächsten Mission. Wir können ja schon eine Etage weiter höher über die Häusern hinweg fliegen. Ja. Wie weit ist das? Was ist das denn? Stadtmission. Dies ist eine Stadtmission. Wow. Sie schalten Tenner-Missionen. Sie schalten Tenner-Missionen. Und auch Aktivitäten frei. Achso, das sollte hintereinander stehen. Alles klar. Weiter. Stunt. Schreien lernen. Drücke Link-Shift, um zu spielen. Mache dem Fahrlehrer Angst. Ja. Mache ich gerne. Sehr schön gefahren, Craig. Fünf Monate Training und endlich begreifst du mal, worum es geht. Ehrlich? Ja. Nein, wir haben die Möhre benutzt. Wir haben sie sogar lecker zubereitet. Jetzt ist es Zeit für den Stock. Du wirst fahren lernen und wenn es dich umbringt. Aber ich... Ja, das ist aber ein netter Fahrlehrer. Aber jetzt sind wir ja, der Tenner am Start. Ein großer Durchbruch für mich. Das freut mich, Craig. Im Büro liegt sicher noch eine frische Hose für dich. Sie haben eine Ersatzhose? Ja, die werden Sie aber auch brauchen. Na, also, wir sollen den Puls unseres Fahrlehrers auf 180 bringen. Ja, das ist ja, sind wir ja ziemlich nett. Und das geht hier bestimmt auch super. In San Francisco. Das berechtigt deinen Eltern, Craig. Ja, dann berichtige erst ruhig meinen Eltern. Du hast gesagt, wir sollen fahren lernen und das mache ich jetzt ja auch. Da fahren wir hier mal. Gar nicht witzig, Craig. Jetzt fahren wir bitte langsamer und... Nö, wir springen noch ein bisschen. Prima Sache, super Stunde. Jetzt bringen wir deinen Puls noch ein bisschen hoch. Ah, ich habe noch Zeit übrig. Und ich will, was ich bezahlt habe. Ah, ja. Einen Rabatt auf die Stunden? Oh, ich verstehe. Das ist Erpressung. Niemals. Ich habe meinen Stolz. Hast du? Ja, ja, ja. Ich gebe dir 10% auf deine extrem vielen zukünftigen Fahrstunden. Das reicht lange nicht. Oh, geil. Und ja. Ja, also, haben wir es ja schon geschafft. So schwer mal war die Mission gar nicht. Ich freue mich, wieder ein bisschen zu fahren. Ich hoffe, ihr freut euch auch, mal wieder San Francisco zu sehen. Also, Driver San Francisco. Der fünfte Teil der Driver-Geschichte. Gehen wir mal da zu dem Stern. Los, flieg schneller! Ist doch irgendwas mit Polizei zu tun. Polizeiabhänge und Jerios Bande treffen. Warum? Jerichos Leute kümmern sich schon drum. Aber jetzt dann kümmern sie sich auch um uns, du Idiot. Und wenn wir es nicht zum Treffen schaffen, wird Jimmy uns töten. Wir müssen sie abhängen. Das werden wir natürlich tun. Wir geben unser Bestes, sie abzuhängen. Na los, Darius. Wenn die Bullen uns schnappen, bekomme ich 5 Jahre. Und das wäre ein herber Verlust für San Francisco. Da hinten die Straßen waren nicht ganz geladen. Gut heute. Du nicht auch? Eieiei, ich fühle mich komm. So total positiv. Darius, bist du irgendwie drauf? Das hättest du mehr als ein Taco geschluckt. Flieg! Oh mein Gott, oh mein Gott. Wenn es sein muss, kannst du echt fahren. Ja, das ist richtig. Ich kann sehr gut fahren, wenn ich will. Du musst dich entspannen. Atme tief durch. Ich glaube, ich mache hier kurz links ab. Versuche hier jetzt ein bisschen abzuhängen hier in der Schikane. Ob mir das gelingt? Warum müssen die Bullen immer da sein, wenn was abgeht? Als wäre ich verflucht. Odell, glaub mir, heute ist dein Glückstag. So, schnell hier wieder runter. Oh, was haben wir denn da? Egal, jetzt haben wir jetzt keine Zeit für. Ich sage, fahr zum Treffpunkt. Du verstehst? Schrotte den Wagen. Erklär mir das mal bitte.
Also für mich hört sich das total gleich an, eine gleiche Tonlage, wie du das gesagt hast. Beides gestresst und genervt. Also ich finde, das hört sich sehr gut an. Oh mein Gott. Oh Scheiße, es geht... Oh shit, es geht ja nach Zeit. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich habe gedacht, wir müssen jetzt erstmal... Können wir nicht beim Treffpunkt aufkreuzen? Lass die Bullen hier abhängen. Mensch, was für ein Pech. Und Jerichos Jungs... Los, gib Gas. Okay, okay. Okay, 8, 7, 6, komm, zieh! Oh nein! Das bringt uns nichts. Aber deine schlauen Sprüche schon, ja? Oh, Scheibenkleister. Blödes Auto. Zieht einfach nicht so schön. Wow! Blöder Bus. Wir haben nicht den ganzen Tag. Gott! Runter vom Bürgersteig. Das geht doch nicht ab. Das ist nicht... Ich darf Ordell nicht zu lange aus den Augen lassen. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ist es okay, wenn es etwas verrückt wird? Oh. Ja, okay, so sinnvoll war das jetzt auch nicht. Aber wir müssen jetzt hier gleich nach links, oder? Ich fahr mal kurz hier durch. Vielleicht können wir die hier abhängen. Alter, wir haben die immer noch nicht abgehangen. Darius, Alter, tu was! Die Bullen kleben an uns wie Pickel auf einem weißen Hintern. Und davon hattest du in der Pubertät ja schon genug. Ja, ich schüttel sie ab. Wir sind fast da, aber erstmal müssen wir diese Bullen abhängen. Wir verpassen das Treffen. Den nächsten Abschnitt musst du in der halben Zeit fahren, oder wir sind tot. Das ist gute Arbeit. Und deshalb hätten sie mich fahren lassen sollen. Oh Gott. Ich bin der Mann fürs Lenkrad. Ja, sei mal kurz ruhig. Mit den Bullen oh, jetzt haben wir wieder drei. Alter, schüttel sie ab. Ja. Mach doch selber. Knappes Ding, jetzt hängst du es. Hängen sie ab. Ich bin dabei. Was meinst du denn, was ich hier die ganze Zeit versuche? Wir haben noch 42 Sekunden. Vielleicht schlängeln wir uns hier ein bisschen durch den Gegenverkehr. Ich kann wir die dadurch leichter abhängen. Oh, geiler Karre da gerade. Und ja, es geht schon wieder heiß her in Driver San Francisco. Zieh! Und jetzt, Linkskurve. Willst du mich umbringen? Würde ich ja gerne, Kumpel. Echt? Oh nein, wir schaffen das in der Zeit gar nicht mehr. Wir sind schon wieder 1 Kilometer weiter weg. Ich glaube, ich hätte ein bisschen weiter hinfahren sollen. Komm, wir ziehen das. Lasse, komm. Darius. Echt? Komm, zieh! Um unerkannt zu bleiben, einfach auf den Bürgersteig fahren. Zieh! Ich werde mir doch von Ordell Williams nichts erzählen lassen. Zieh! Oh mein Gott. Ah, verdammt, machen wir es nochmal. Was, verdammt? Das ist alles? Machen wir es nochmal. Was, und machen wir es nochmal. Geht ja hier alles, weil ist ja alles nur fiktiv. Ja, können das ja können auch nochmal fahren, ist ja alles klar. Ein herber Verlust für San Francisco. Man bekommt ja immer eine zweite Chance beim... Wenn man bei der Polizei... Mann, ich fühle mich gut heute. ...gesucht wird. Ich fühle mich so total positiv. Darius, bist du irgendwie drauf? Du redest, als hättest du mehr als ein Taco geschluckt. Hab ich doch auch. Hab ich nicht erwartet. Das Antibiotika vorhin war doch... Oh, das ging aber durch. Hey, Junge! Hey, musst du das sein? Alter, ich fahre heute auch wie ein Lusche, ey. Wie letzte Pisten Warum da. Warum müssen die Bullen immer da sein, wenn was abgeht? Als wäre ich verflucht. Ordell, glaub mir, heute ist dein Glückstag. Ja, wir fahren ja erstmal schön gegen alles gegen, aber wir nehmen aber heute wirklich alles mit. Jeden kleinen Fissel. Komm, zieh. Linkskurve. Hier leicht durchwaschen. Jetzt hier hoch. Zieh! Hör auf! Oh, zieh! Du bist nicht mein Boss, Alter. Ich krieg den nicht abgehangen, das gibt's doch gar nicht. Du fährst wie ein Baby. Oh, Jungs, waren wir nicht fertig? Vielleicht müssen wir hier so ein bisschen... Alter, ich glaube, ich muss die schrotten, ne? Ohne Scheiß. Geht nicht anders. Fahr mal kurz, Ordell. Ich meine, Tanner oder wer auch immer da gerade fährt. Alter, wo fährst du denn hin? Bist du denn bekifft? Der ist bekifft. Wenn ich mal nicht da bin, fährt er einfach in die falsche Richtung. Coole Idee. So, einer ist schon mal weg. Naja, fast. Zumindestens. Alter, der bleibt komplett stehen. Der fährt kein Stück weiter. Das gibt's gar nicht.
Okay, zieh. Wir sind fast da, aber erstmal müssen wir diese Bullen abhängen. Wir holen uns einen von denen hier. Einfach da lang. Okay. Wir haben schon wieder drei hinter uns, das gibt's doch gar nicht. Darius, muss das wirklich sein? Der Schrotthaufen war noch nicht abbezahlt. Ach. Müssen wir hier gerade ein bisschen improvisieren, muss ich. Ja, also genau. Gott, jetzt habe ich mich selber gerammt, ey. Ich bin auch ein Held. Dann lass uns Geld verdienen, Kumpel. Sehr gut, sehr gut. Einer ist weg, einer ist weg. Die Pläne sind flexibel, mein Freund. Einer ist weg. Sehr gut, das freut mich. Jetzt holen wir uns noch einen nächsten. Nächster fast weg. Wir haben noch genau eine Minute. Circa genau eine Minute. Sehr präzise Zeitangabe. Okay, der ist auch down. Jetzt noch den letzten. Wo fahrt ihr denn hin, Jungs? Ihr habt doch echt zu viel Langeweile. Okay, jetzt. Du hängst sie ab. Los. So, fahrt ihr rechts rein. Oh, wenn ich mal einen Fahrer brauche, werde ich dich buchen. Okay. Willst du mich buchen? Freut mich aber. Oh Gott! Odell, oder wie auch immer du heißt. Wie fährst du denn? War ja selber so blöd. Zieh! Kommst du wegen abgehängt. Okay. Jetzt gib einfach nur noch Gas, nur noch Gas. 4, 3, 2, 1, los! Kopf sind weg, jetzt bringen wir uns ans Ziel, aber schnell! Oh, es war ja heiß. 15, okay, 14, das schaffen wir noch. Boah. Das war meine Mission, also wirklich. Der versucht also in Jerichos Organisation Karriere zu machen? Die Gelegenheit darf ich mir nicht entgehen lassen. Da werde ich ihn unterstützen. Jo, dann wirst du ihn unterstützen, das freut mich. Odell Williams und Darius Spencer. Kleine Fische. Ach, Darius. Wir waren für Jerichos Darius. Bande. Die behalte ich mal im Auge. Ah, so machen, bauen wir uns so einen Plan auf, alles klar. Ich verstehe. Und irgendwann kommen wir dann zu Jericho, den wir die ganze Nebenmission gemacht haben, quasi. Ah. Nimm dir einfach ein Auto, John. Okay. Zum Beetle? Nee. Ja, noch schlimmer. Okay. Links alt. Lass alles raus. Ja. Wham, bam, thank you, man. Yeah. Oh, ein bisschen Training kann nicht schaden. Wham, bam, thank you, man. Du mir auch. Zack. Dann können wir ein bisschen Schwung holen. Bam. Sieht doch gut aus, ne? Machen wir doch nicht. Dodge Neon. Boah, also die fahren aber auch coole Autos rum. Ja, obwohl der jetzt nicht die schnellste Schleuder ist. Aber wenigstens etwas. Oh, ich habe also mehr drauf als einen Trick. Aha, man kann also die Zeit verlangsamen und dann ordentlich zurammen. Das ist gar nicht so schlecht, finde ich okay. Was war das denn? Ja. Boah. Wir hatten uns doch geeinigt, dass du nicht mehr so rast. Den hier hast du anscheinend gut abgerichtet. Boah, Alter, wie der zieht. Boah, mordsgeil. Herre. Nur, dass jetzt nicht mal neu ist.
Boah, dann heiz ich hier noch ein bisschen rum. Ich wollte zwar eigentlich schon die Folge beenden, aber ich fahre hier einfach noch mal ein bisschen rum mit der. Mit dem Kerlchen, dem Dodge Viper SRT-10. Ist das? Boah, ich bin ganz froh, dass das da drunter steht. Ey, ich kenne mich überhaupt nicht mit Autos aus. Um ehrlich zu sein. Also ich weiß, was ein Audi ist und so, also das erkenne ich schon. Diese vier netten Ringe oder so. Oh, cool. Nehmen wir das Dach gleich mit hier. Nee, die nette Dame im Auto sagt aber auch nichts mehr. Ich glaube, die ist schon gar nicht mehr unter den Lebenden. Boah, wie das einfach Spaß macht, hier durch San Francisco zu fahren. Das Spiel ist mittlerweile nicht mehr so teuer. Ihr könnt es euch einfach kaufen. Egal wo. Steam. Nee, ist ja gar nicht von Steam. Uplay. Oder einfach im nächsten Regal, im nächsten Saturn. Könntest du einfach mal selber ausprobieren. So. Ah, sehr schön. Boah, sieht wirklich sehr nice aus. Geil. Geile Karre. Ja. Wer ist das denn da neben uns? Die sieht aber ziemlich freundlich aus. Können wir hier drunter fahren? Kann auch hier bestimmt drunter fahren, oder? Nice. Ne, mal, lass mal uns mal mitnehmen, ne? Alter, ich... Warte. Jetzt abbremsen. Können wir den so anhalten? Nee, schade. Aber naja, wir sehen uns in der nächsten Runde Folge wieder. Ich hoffe, euch hat's gefallen, diese Folge. Und euch gefällt überhaupt das Spiel. Naja, man sieht sich. Schreibt in die Kommentare, ob euch das Spiel gefällt, ob euch das Spiel nicht gefällt. Wie immer. Und ich hoffe, ihr macht das auch mal. Denn nur so kann ich halt einschätzen, ob ihr das Spiel mögt, ob ich das weiter aufnehmen soll oder einfach weiterhin privat rumspielen soll. Ich will euch ja damit nur eine Freude bereiten. Wenn ich halt nicht weiß, was ihr gerne mögt, weiß ich auch nicht, wie ich euch eine Freude bereiten soll. Also, ich bin nur realistisch. Du bist noch nie ein Rennen gefahren. Ja, also benutzt einfach die Kommentarfunktion. Ich bitte euch darum und wir sehen uns dann. Bis dahin verabschiede ich mich und sage tschüss.